Für mich war er ein Soziopath. Er ist wie ein Halbgott. Es gibt zwei Sichtweisen auf Pablo Escobar. Für manche war er eine Art Robin Hood. Andere sehen sich als seine Opfer. Klar war er aggressiv, aber es wurde ja auch ein brutaler Krieg gegen ihn geführt. Dass er für manche ein Vorbild war, ist schon erschreckend. Egal um welchen Preis. Er wollte siegen. Um seine Ziele zu erreichen, tat er alles. Er träumte davon, Präsident zu sein. Ich sollte mich darauf vorbereiten, First Lady zu werden. Die Geschichte von Pablo Escobar bewegte 40 Jahre lang die Welt. Was wirklich in Medellin und im kolumbianischen Dschungel geschah, lag jedoch lange verborgen. Da die meisten seiner Gegner gestorben oder hinter Gittern sind, hat sich Escobars Sohn Sebastian Marroquín nun auf die Suche nach der Wahrheit gewagt. Er hat ein großes Familienarchiv entdeckt und ließ Mitglieder der Familie ihre Geschichten erzählen. Ein authentisches Porträt der einstigen kolumbianischen Unterwelt entstand. So war Pablo Escobar wirklich. Medellin, 2017, 2,5 Millionen Einwohner. Einst eine Stadt des Gold- und Kaffeehandels, wurde sie erst in den 80er Jahren durch den boomenden Kokainhandel zu dem, was sie heute ist. Trotz der anhaltenden Präsenz der Drogenkartelle erlebte die Stadt ein paar Jahrzehnte des Friedens und blühte auf. Doch die Geister des Medellin-Kartells sind nicht verschwunden. Sebastian ist nach Medellin gereist. Er versucht Licht in das Dunkel, um seinen Vater zu bringen und will wissen, ob er eines Tages wird zurückkehren können. Okay. Take care, man. Bye-bye. Victoria Eugenia Henao Baejo, von der Familie und Freunden Tata genannt, wurde mit 15 Jahren Pablos Frau. Hier spricht sie zum ersten Mal vor der Kamera über ihr Leben mit ihm. Was hast du da? Das sind Erinnerungen aus den vergangenen 25 Jahren. Das war Juanitas Geburtstag. Da war sie 4 oder 5? 5. Das haben wir neulich gefunden. Als ich Pablo kennenlernte, war seine Mutter Lehrerin an einer Schule in La Paz. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Es fehlte am Nötigsten. Als er jung war, war er leitender Sekretär der Acción Comunal, der Bezirksverwaltung in La Paz. Er war sehr romantisch und bezauberte mich mit seinem Lächeln. Er war 10 Jahre älter als ich und ich war noch so jung. Wenn du 13 bist und so ein Mann interessiert sich für dich, verführerisch. Für mich sind diese Fotoarchive sehr wichtig. Sie haben der Zeit widerstanden. 20 Jahre lang in ihrem Versteck.
Oft wurden die Personen auf den Fotos umgebracht, nachdem sie von der Polizei oder Feinden meines Vaters entdeckt wurden. Wir haben oft darum gebeten, diese Fotos zu vernichten, aber das ist nie geschehen. Viele dieser Personen leben in den Fotos weiter. La supervivencia de muchas de estas personas que aparecemos en esas fotos. Aber sie zeigen auch eine traurige Wahrheit, denn auf jeder Seite findet man hier jemanden, der tot ist. Pablo Escobars Aufstieg zum Chef des Medellin-Kartells in den 80ern verlief rasant. Seine Fähigkeiten, Politiker zu beeinflussen und neue Handelswege aufzutun, machten ihn innerhalb von Jahren zum König der kolumbianischen Unterwelt. Kolumbien hat sich seit den 90er Jahren stark verändert. Zwei Journalisten, Pascual Gaviria und Luis Alirio Calle, beschreiben diesen Wandel von der kriegsgebeutelten Stadt zur heutigen Metropole. Pablo Escobar war ein Krimineller mit guter Intuition. Er kam zum richtigen Zeitpunkt. In diesem florierenden Business wurde er durch seine politische Position und seine Kontakte schnell zu einem Anführer. Und damit wuchs das Vertrauen in ihn. Vor dem Drogenhandel war Medellin eine ziemlich ruhige Stadt. Die Kriminalstatistik weist nur kleinere Verbrechen wie Überfälle auf. Aber Mitte der 80er wurde das Land mit einem Mal mit Kokain überschwemmt. Und das war ein höchst profitables Geschäft. Der Erfindungsreichtum meines Vaters zeigte sich früh, als er Jeans mit Kokain tränken ließ und sie in die USA exportierte. Das funktionierte jahrelang gut. Sie wuschen die Jeans und extrahierten das Kokain, bis die DEA, die amerikanische Drogenfahndung, dahinter kam. Aber mein Vater hörte nicht auf, sondern tränkte nun die Verpackung der Jeans mit Kokain. Die DEA merkte es nicht und warf die Schachteln weg. Das hatte er geahnt. Er konnte vorausschauen und wusste, wie er Menschen manipulieren konnte. Anfang der 80er wuchs sich der Drogenhandel zu einer großen Welle aus. Ein ständig präsentes Echo, das Ende der 80er kein Echo mehr war, sondern die Realität, ein lauter, anhaltender Schrei. Gewalt und Krieg herrschten in der Stadt. Miguel Massa Márquez ist kolumbianischer General im Ruhestand. Er war einer der stärksten Widersacher von Pablo Escobar. Heute sitzt er wegen Beteiligung an der Ermordung des Politikers Luis Carlos Galán im Gefängnis. Pablo Escobar ist ein Kriminal nato. Pablo Escobar ist ein geborener Verbrecher und hat die kolumbianische Gesellschaft terrorisiert. Wir waren nicht darauf vorbereitet, es mit einem derartigen Monster mit so viel Geld zu tun zu bekommen. Diese Bilder zeigen Pablo und seine Familie vor seinem Aufstieg. Noch konnte er sorglos mit seinem Sohn Motorrad fahren. Dieses Video ist fantastisch. Da bin ich ein Jahr alt. Das war 1978 in Envigado.
einem Viertel von La Paz. Hier ist meine ganze Familie zu sehen. Meine Tanten, meine Onkel und alle sind glücklich. Mein Vater hatte gerade erst angefangen, ins Drogenbusiness einzusteigen. Es ging ihm gut. Er hat Geld verdient. Und da fährt er mit mir Motorrad. Mit 23 soll mein Vater seinen Freunden gesagt haben, wenn er mit 30 nicht $1 Million in der Tasche hätte, würde er sich umbringen. Und hier sieht man, wie glücklich er ist, weil er das Ziel schon mit 29 erreicht hatte. Mein Vater kam aus dem Pasto-Gefängnis in Südkolumbien frei, nachdem er mit seinen Freunden mit fast 10 Kilo Kokain erwischt worden war. Damals ahnte er nicht, dass er mal der größte Drogenbaron des 20. Jahrhunderts werden würde. Pablos Entwicklung vom Familienmenschen zum Drogenbaron verlief schnell. Mit ihm veränderte sich das Leben in ganz Kolumbien. Es wurde immer gefährlicher. Pablo Escobars Sohn ist aus seinem Exil in Argentinien zurückgekehrt, um nach seinen Wurzeln zu suchen. Medellin ist zu gefährlich für mich. Ich habe Morddrohungen erhalten. Daher fahre ich mit dem Auto. Jedes Kartell in Kolumbien hat gute Verbindungen zu den Flughäfen. Sie wissen, wer kommt und wer geht. So they know who's coming, who's going out of the cities. This is the Magdalena River. Das ist die Brücke über den Rio Magdalena, eine wichtige Verbindung von Medellin nach Bogota. Medellin und Bogota könnten nicht unterschiedlicher sein. Anders als in den meisten Küstenländern sind in Kolumbien die größten Städte im Dschungel und in der Nähe von Ackerboden entstanden. Die Kolumbianer sind Händler und Bauern, ideale Voraussetzungen, den aufkeimenden Drogenhandel zu fördern. Medellins Lage schützte die Stadt auch vor Angriffen aus dem Ausland. So konnte sie ungestört ihre Macht entfalten. Mein Vater brachte oft Freunde mit Musikinstrumenten hierher. Er hat den Fluss sehr geliebt. Sie widmeten ihm ihre Lieder und feierten hier nächtelang. In der Nähe des Flusses liegt die Hacienda Nápoles. Er hat dort immer die Leichen entsorgt. He used to throw all the bodies here. If this water, der Fluss könnte eine Menge Geschichten von Toten erzählen. Stories about dead bodies. I have to say that my father really was a bad country. Mein Vater hat dem Land nicht gut getan. Überall, wo man hinkommt, wird man schlecht behandelt, weil man Kolumbianer ist. Nur wegen meines Vaters. Die Leute halten alle Kolumbianer für Drogendealer, aber das stimmt nicht. Sebastian reist von Bogota über Medellin weiter nach Moravia. Einem Dorf, das sein Vater von einem heruntergekommenen Nest in ein ansehnliches Dorf verwandelt hat. Noch heute profitiert hier eine ganze Generation davon. Mein Vater hat diesen Ort aufgebaut, weil die Müllkippe von Medellin abgebrannt war. Er hat hier 5000 Familien ein Dach über dem Kopf gebaut. Der Aufstieg des Ortes zog viele Menschen an. So auch diesen jungen Auftragskiller. Ich war 6 und wollte hören, was Pablo sagt. Er kam öfter hierher.
Gehen wir ins Stadion. Pablo kommt. So ein riesiger Auflauf, wie bei einem Politiker, ich schwör's. Er ist so eine Art Halbgott. Er war wie ein Heiliger. Ich habe mich gefragt, wen beten die alle an? Als Kind habe ich ihn gesehen, wie die anderen Kinder auch. Ich wollte dabei sein. Das war aufregend. Aber ich wollte nicht mitten in dem Getümmel sein. Ich wollte den Heiligen berühren und bei ihm sein. Ich war vor 25 Jahren hier. Wieso? Gehen wir ein paar Schritte? Komm mit. Wir sprechen mit einem Anwohner. Wir haben auf der Deponie gewohnt. Da haben wir mit Don Pablo Escobar gesprochen, weil er einen Fußballplatz in Moravia gebaut hat. Wie geht's Ihnen? Pablos Sohn? Sagt man. Habe ich mir gedacht. Ich habe ihn schon mal gesehen. Sie gehören zu den ersten Bewohnern? Ja, kommen Sie rein. Wann wurden die Häuser hier verteilt? War das unter Rodrigo Lara Bonilla? 1984? Pablo hat mich gefragt, wie ich heiße. Ich habe gesagt, Irene Gaviria. Da hat er gesagt, dass wir ganz sicher verwandt sind. Wir sind verwandt und ich gebe dir ein Haus. Ein schönes Haus. Ich helfe dir. Dieses Haus? Ja. Ist er später noch mal wiedergekommen? Ich wollte ihn noch mal sehen und bin hingegangen, weil er da schon verfolgt wurde. Was er gemacht hat, hat sonst keiner getan. Auch die Regierung nicht. So war Pablo Escobar. Extrem in seiner Nächstenliebe. In seiner Liebe, aber auch extrem in Gewalt und Zerstörung. Mein erster Eindruck von ihm war, dass er nicht nur geachtet war, sondern sich auch einiger Sympathie erfreute, weil er Politiker war. Er hatte eine Bewegung gegründet, Medellin ohne Slums. Er war ein Robin Hood. Er gab den Ärmsten von Medellin ein Zuhause und baute Schulen. Er hat die abwesenden Väter ersetzt. Viele haben ihre Pflichten als Vater nicht erfüllt. Diesen Mangel hat er kompensiert. Das Versprechen wurde wahr, dank Don Pablo Escobar Gaviria. Einen herzlichen Applaus für seine Initiative. Als Pablo in die Politik ging, war ich 20. Dieses Foto weckt viele Erinnerungen. An Momente des Glücks und der Unsicherheit. Hinter der Fassade als Politiker ging so vieles vor. Das hatte mir Angst gemacht. Hier sehe ich eine Frau, die in einem Palast lebt. Alleine.
Ohne Mann, ohne jemanden, mit dem sie sich austauschen oder über ihre Kinder reden könnte. Er hat mir nicht direkt einen Platz in seinem Leben gegeben. Ich war eine Besucherin der Liebe. Das 9. Viertel. Eines der besten. So friedlich muss es bleiben. Man müsste Touristen hierher bringen, da hätte jeder was davon. Wir müssen lernen, in der Gemeinschaft zu leben und vom Tourismus zu profitieren. Aber Frieden kriegt man nicht für Geld. Mein Vater hatte alles Geld der Welt, doch er konnte sich keine Minute Frieden erkaufen. Trotz der relativen Ruhe werden in diesen Straßen noch viele gefährliche Mitglieder des Medellin-Kartells vermutet. Das verkaufen Sie? Die machen wir selber. Dieses Foto verkaufen wir am häufigsten. Natürlich ist es erschreckend, dass er trotz des brutalen Kriegs von manchen als Idol gesehen wird. Um die Entwicklung von Moravia zu fördern, ließ Escobar ein modernes Fußballstadion errichten und sponserte eine erfolgreiche Fußballmannschaft. Hier sehen wir Pablo, wie er glücklich in der Menge stand. Er hatte den Mut, in den ärmsten Stadtvierteln Fußballplätze zu bauen, damit die Jugend den Drogen fernblieb. Das war sein Slogan damals. So hat er immer gelebt, mit dieser Dualität. Einen speziellen Gruß an die Sportler und an die ganze Jugend des Viertels. Und ich danke allen, die mitgeholfen haben, dieses Fußballstadion zu errichten. Vielen Dank. Nachdem er sich in Moravia angesehen hat, was heute aus dem Vermächtnis seines Vaters geworden ist, fährt Sebastian Marroquin aufs Land zur Hacienda Napoles, dem ehemaligen Familienanwesen. Ich muss mich bedeckt halten und wie ein Tourist aussehen. Sonst würden sie mich mit dem Kamerateam nicht auf die Hacienda lassen. Ich will auch keine Eintrittskarte kaufen, um in mein Haus zu kommen. Diese Aufnahmen stammen aus der Blütezeit der Hacienda. Die Hacienda Napoles war das größte Anwesen meines Vaters und sein größter Traum. Wir hatten einen eigenen Zoo, einen Jurassic Park. Jeder weiß, wo die Hacienda Napoles liegt. Heute ist sie einer der meistbesuchten Orte in Kolumbien. Sie ist das deutlichste Symbol für Pablos Macht und seine Lust am Pomp. Sie haben mich sofort erkannt, obwohl sie mich noch nie gesehen haben. Im Auto? Ja.
Wir sollten dann mal losgehen, wenn ihr auf dem Flugfeld drehen wollt. Sonst kommen wir nicht mehr hin. Ich zeige euch meine Spielsachen. Pablo Escobar hatte viele Spielsachen. Hier testet Sebastian Motorräder zusammen mit ein paar Helfern. Hauptberuflich Killer im Dienste seines Vaters. Dieses Motorrad habe ich selber gebaut. Die meisten dieser Männer hier sind Killer. Sie haben mir mit dem Motorrad geholfen. Manche waren auch meine Bodyguards. Ich habe nur sehr selten gefilmt. Hier sieht man nicht nur die Motorräder, sondern auch die Banditen. Dieses Video bedeutet mir viel, weil es zeigt, wie wir mit ihnen zusammengelebt haben. Jetzt kann ich das öffentlich zeigen, weil die meisten von ihnen tot sind. Sie waren die Fußsoldaten in Escobars Krieg gegen Politiker oder andere Kartelle. Sie töteten für ihn aus verschiedenen Gründen. Für Frauen, Geld oder Spielsachen wie diesem. Auf dem Video sind wir alle sehr entspannt. Wir hatten alles unter Kontrolle. Die meisten dieser Männer waren dringend polizeilich gesucht. Wir mussten also ganz sicher sein, dass nichts passieren kann. Unsere Wagen, BMWs und Mercedes, ließen wir draußen. Hier bin ich in Antioquia, eines der für Drogenhandel bekannten Viertel in Medellin. Da befand sich auch diese Werkstatt. Ein paar Jahre lang führten wir ein gemütliches Familienleben. Es gab keine Gewalt, niemand war hinter uns her. Mein Vater war jung, sehr reich, sehr mächtig. Aber niemand beachtete uns. Wir hatten die ganze Hacienda Napoles und das Geld für uns. Aber das dauerte nicht lange. 5 Minuten im Vergleich zu einem ganzen Leben. Bei seinem Besuch auf dem Anwesen seiner Kindheit gelangt Sebastian Marroquin zu der berühmten Rollbahn, auf der die Drogen und das Geld verschoben wurden. Von hier hat mein Vater sein Business geleitet. Er war der Boss und das war sein Büro. Ich habe meinen Vater mal gefragt, wie viel Geld hast du? Da hat er geantwortet, ich zähl's nicht mehr. Stop counting, man. Mein Vater hat Geld geliebt. Er hat mir erzählt, sie hätten damals jedes Wochenende 50 bis 70 Millionen Dollar verdient. Wenn man das zusammenrechnet, ist das eine stolze Summe. Ich habe den Typ getroffen, der sich in den USA um das Geld gekümmert hat. Er hieß Quijada und war dafür verantwortlich, das Geld zu bunkern und zur Bank zu bringen. Er brauchte eine ganze Woche von 8 bis 5 Uhr, um das Geld zu zählen. Irgendwann konnten sie es nur wiegen. Er besaß mehr als 25 Häuser in den ganzen USA, alle mit Hightech-Kellern, wo das Geld versteckt wurde. Er dachte, das Geld würde ihm nie ausgehen. Er hat es gnadenlos rausgehauen, es war egal.
Als mein Vater mit seinem Privatflugzeug in Miami landete, sagte Quijada, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, wohin mit dem Geld. Ich habe keinen Platz mehr und es kommt noch mehr. Da hat mein Vater sein Flugzeug damit beladen lassen. Das war dann so voll, dass der Pilot bis zur Landung in Medellin nicht mehr aus dem Cockpit rauskam. Sie kamen nicht mal mehr aufs Klo, weil das ganze Flugzeug randvoll war mit Dollars. Man kann sich vorstellen, wie frei mein Vater damals war. Er konnte mit einem Flugzeug von Miami nach Medellin fliegen und keinen hat es interessiert. Mit einem Flugzeug voller Dollars. Ich glaube, der schlimmste Feind meines Vaters war sein Ehrgeiz. Der war grenzenlos. Mein Vater kannte keine Grenzen. Er hatte das Gefühl, es mit allen aufnehmen zu können. Er war stellvertretendes Parlamentsmitglied. Wenn der Minister wusste, wer Gründer der paramilitärischen Organisation MAS war, warum hat er uns dann so spät informiert? Warum hat er uns erst etwas darüber gesagt, als mein Partner die Beweise vorgelegt hat? Ich war stolz auf seine Träume und seine Projekte. Ich war stolz auf seine Überzeugungen und seinen Glauben an das Land. Er wollte Präsident werden. Oft hat er mir gesagt, ich solle mich darauf vorbereiten, First Lady zu werden. Aber im Grunde meines Herzens habe ich gewusst, dass das nicht passieren würde. Aber ich habe ihm respektvoll zugehört. Er war der Mann. Und in einer Macho-Kultur musste ich seine ehrgeizigen Pläne unterstützen. Aber ich wusste, es würde nicht klappen. Anfangs hatte er sich noch im Griff. Er hat abgewartet, was passieren würde. Aber später, als er gemerkt hat, dass er nicht mehr zurück in die Politik konnte, wurde er sehr zornig. Nach Jahren des stetig wachsenden Reichtums bemerkte Escobars Familie einen Stimmungswandel in der Bevölkerung zugunsten seiner Konkurrenten und der Regierung. Es war kein Bürgerkrieg. Hier kämpften nicht soziale Gruppen um ein anderes Gesellschaftsmodell. Es gab eine starke kriminelle Macht als Gegner des Staates, die sagte, wir wollen keinen Krieg der Polizei gegen unsere kleine Armee, aber wir terrorisieren die ganze Gesellschaft. Das können wir. Es war ein Krieg der Angst und des Terrorismus. Ich dachte erst, das wäre ein Erdbeben, weil alles eingestürzt war. Man hat gar keine Explosion gespürt. Ich merkte, dass sie weg war und als ich sie wiederfand, war sie tot. Wir hatten Angst, Opfer des Drogenkriegs zu werden. Jeder Passant auf der Straße konnte zufällig getötet werden. Ich habe mal meinen Vater gebeten, Krieg, Terrorismus und Gewalt zu beenden. Er hatte in der Nähe eines Stierkampfes eine Bombe hochgehen lassen, also dort, wo viele Menschen waren, auch Mitglieder unserer Familie. Du hättest deine Mutter töten können, habe ich gesagt. Aber er antwortete, Krieg ist Krieg, da sterben Menschen. Und wenn meine Mutter darunter ist, dann ist das nun mal so. Das ist schon sehr kalt, zu sagen, es ist eben Krieg, egal wer dabei drauf geht. Außer auf seinem Anwesen oder in einem abgesicherten Wolkenkratzer in Medellin war Pablo Escobar ständig in Lebensgefahr.
In den Vororten gab es viele, die ihm loyal ergeben waren und ihn beschützten. Hier fährt Sebastian durch ein Viertel, in dem sein Vater viele Verstecke hatte. Die Paramilitärs wissen sicher, dass wir hier sind, obwohl wir erst seit 5 Minuten im Ort sind. Sie haben überall Informanten. Ihnen wird sicher ein Allrad-Truck mit 4 Leuten und Kameras aufgefallen sein. Ich bin sicher, dass sie schon herumtelefonieren und allen Bescheid geben, dass da Fremde kommen. Hier bleibt man nicht unentdeckt. Mein Vater hatte hier in diesem Dorf einen weiteren Informanten. Die Polizei konnte nur über diese Straße in den Ort gelangen. Wenn er hier war, wusste mein Vater also, wer kommt. Die meisten Informanten waren Kinder, wie diese da. Denen kann die Polizei nichts tun. Und sie kennen jeden und wissen, wenn ein Fremder auftaucht. Wenn einer eine Verabredung mit einem Dealer hat, rufen die Kids ihn an. Die Behörden wussten von der Hacienda Napoles und haben auch dort nach ihm gesucht. Er hat sich daher öfter hier versteckt als auf der Hacienda. Jetzt ist es hier friedlich. Damals konnte man die Angst riechen. Ich habe euch hierher geführt, weil ich zu dem Ort wollte, an dem mein Vater sich versteckt hatte und überhaupt lebte. Hier gab es viele Geschäfte, in denen man Drogen bekam. An jeder Ecke, in jedem Baum, auf jedem Berg. In dieser Gegend hat sich mein Vater vor den Behörden versteckt. Hier im Dschungel war man nur sehr schwer zu finden. Solche Wege sind wir immer gegangen. Sich hier zu verbergen, war ein Dauerzustand. Das Leben mit den Motorrädern hat mir gefallen. Aber sich hier andauernd zu verstecken, wegzulaufen und zu warten, ob einen jemand umbringen will, das war nicht schön. Die Polizei kam nicht in diese Gegend. Hier konnte sie uns nicht finden. Mein Vater hatte Angst vor den Hubschraubern, weil sie damit in den Dschungel vordringen konnten. Und von da oben haben sie wahllos geschossen, falls unten einer von den Escobar-Leuten gewesen wäre. Er hat mir immer wieder gesagt, ich solle den dicksten Baum suchen, um mich zu verstecken und mich vor den Kugeln zu schützen. Hier war das Machtzentrum meines Vaters. Hier befanden sich auch die meisten Labore. Im Dschungel waren sie gut versteckt. Escobar war nun ständig auf der Flucht. Die Todesschwadronen von Los Pepes, die DEA und die kolumbianische Regierung brannten alles nieder, was mit dem Medellin-Kartell zu tun hatte. Wir fahren zu einem Grundstück, das uns gehörte. Hier starb mein Onkel Mario. Das ist Mario Henao, mein Onkel mütterlicherseits. Er war ein guter Freund meines Vaters, vielleicht sein bester. Vor ihm hatte mein Vater den größten Respekt. Er wollte schließlich seine jüngere Schwester heiraten. Tata. Das war der Spitzname meiner Mutter.
Mario wollte meinen Vater nicht an sie heranlassen. Er drohte ihm sogar, er würde ihn umbringen. Es fiel meinem Vater nicht leicht, Marios Vertrauen zu gewinnen, um mit Tata ausgehen zu dürfen. Aber dann wurden sie doch miteinander verwandt. Er starb im Kugelhagel aus den Hubschraubern. Er hat versucht zu fliehen in so einem Boot wie diesem. Da, zwischen diesen beiden Bäumen. Da starb er? Ja, genau. Alles klar? Dann fahren wir weiter. Damit verlor er einen seiner besten Freunde und vielleicht den einzigen, der Stopp hätte sagen können und gehört worden wäre. Ich weiß nicht, was aus meinem Land geworden wäre, hätte Mario meinen Vater bremsen können. Im Dschungel hat mir mein Vater gezeigt, wie man Selbstmord begeht, falls wir erwischt würden, von der Armee, der Polizei oder seinen Feinden. Hat man solche Feinde, ist man lieber tot. Sie hatten eine Maschine zum Gras schneiden, aber sie verwendeten sie für Menschen. Sie fingen mit der rechten Hand an. Man starb also sehr langsam. Sie haben einen in kleine Stücke zerteilt. Er hat gesagt, man solle weder durch den Mund noch durch die Schläfe oder die Stirn schießen. Dann wäre die Kugel vielleicht nicht tödlich. In mein rechtes Ohr sollte ich schießen, wenn wir umzingelt worden wären. Und genau das ist am 2. Dezember 1993 geschehen, am Tag, an dem er starb. Mein Vater hat sich selbst umgebracht. Und zwar genau so, wie er es mir gesagt hat. Sebastian Marroquins These über den Selbstmord seines Vaters ist umstritten. Und es gibt noch viele weitere Geheimnisse, denen Sebastian beim nächsten Mal auf den Grund gehen will.